Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir starten hier, bevor wir mit dem Video reingehen, erstmal direkt mit dem Giveaway Södele. Hier haben wir hier den Link, passt, das ist 11 und dann holen wir uns mal die YouTube-Comments, zacke. Und dann schauen wir mal, wer gewonnen hat. Ich wünsche allen natürlich herzlichen Glückwunsch, was da war. Viel Glück meine ich natürlich. Und dann schauen wir mal rein, wer gewonnen hat. Ja, er wählt und Nibellik, hab dich gerade durchs Forum entdeckt, schöner Content. Ich persönlich farme am liebsten auf Map 1. Schauen wir mal den ganzen Kommentar mal ganz kurz an. Ah, ich würde gerne gewinnen, um ein Free-to-Play-Emerald-Account ein bisschen abseits vom Item-Shop zu pushen. Ah ja, perfekt, dann freue ich mich sehr, dass du gewonnen hast. Ansonsten schreib mir bitte einmal im Discord. Mein Discord-Link findest du immer in meiner Beschreibung, nämlich hier. Gerne einmal bitte mir auf Discord schreiben, um deinen Gewinn dann abzuholen. Ansonsten wünsche ich euch allen ganz viel Spaß mit dem jetzigen Video. Was geht's? Slowdingy hier. Bevor das Video startet, möchte ich euch nur sagen, dass ich fast täglich auf Twitch streame. Lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch an dich, dass du das Giveaway gewonnen hast. Das freut mich natürlich sehr, gerade wenn es natürlich immer ein Anfänger ist, der das Giveaway gewinnt. Genau, heute habe ich wieder guten Content für euch am Start. Natürlich auch wieder ein bisschen Switch-Content. Auch, of course, ihr kennt mich ja, ne? Switchen macht mir sehr viel Spaß und das muss natürlich dann auch mit ins Video. Genau, im Hintergrund seht ihr gerade, wie wir Aura weiter versuchen auf P zu bekommen. Da sind wir fleißig am Exen mit Exos und natürlich Zembon auch am Start, damit wir Aura so schnell wie möglich auf P bekommen. Bevor wir natürlich dann irgendwann auf die 95er Map gehen, möchte ich Aura, ich persönlich gerne schon P haben, damit wir auch einen angenehmen Damage dort machen und nicht am Anfang gleich hier mit 8-9k am Meti nur hier rumtrödeln im Wald. Na, dann sind auch die Meti des Waldes, die 120er Metims, die wir auch Drops haben, natürlich. Sonst, naja, ne, kann man nicht halt angenehm daran farmen, finde ich. Da sollte man schon mindestens, keine Ahnung, 15k Damage machen. Das ist halt meine Ansicht. Gerne eure einmal in die Kommentare. Auf jeden Fall, es geht wirklich sehr, sehr gut voran. Momentan auf Azrael hier habt ihr gesehen, da haben wir endlich Level 95 erreicht. Was bedeutet das für uns? Wir können endlich raus aus der Grotte und uns ready für die Windmap machen, was wir auch schon mal ein kleines bisschen vorbereitet haben. Aber nichtsdestotrotz, Windmap hin oder her, wir müssen natürlich auch schauen, dass wir andere Einnahmequellen bekommen als nur Metins Farm in der Windmap. Ne, am besten, wie gesagt, wir tun ja nebenbei die ganze Zeit unsere Daily Course machen. Tatsächlich habe ich es heute noch nicht gemacht. Jetzt gerade, wo ich das gerade aufnehme, habe ich die Daily Course tatsächlich noch nicht gemacht. Und ich denke, heute mache ich sie auch ausnahmsweise mal nicht. Und wie ihr seht, da haben wir gerade im Grund auch Aura P erreicht. Genau, unser Ziel ist es ja weiterhin, dass wir Razador Farm, Rache Farm, also Beran Setau, dass wir das eigentlich angenehm packen. Ob wir das dann packen werden, werdet ihr in den nächsten Parts sehen. Das sind halt so kleine Ziele, die ich mir jetzt erstmal gesetzt habe, die wir eigentlich auch relativ schnell erreichen werden, denke ich mal. Bei Razador und Drache sind jetzt gerade nicht die schwersten Ones. Ich persönlich möchte auch irgendwann gerne Jotun laufen. Nur, ich habe keine Ahnung, was ich dafür brauche, bin ich euch mal ganz ehrlich. Ich habe Jotun einmal, zweimal auf DE bin ich dann mit einer Gilde gelaufen, ja. Aber dann haben sie ihn auch schon wieder verlassen. Das heißt, ich weiß nicht, was sind die Voraussetzungen für Jotun, was brauche ich für Equipment für Jotun. Ich glaube, Jotun war Orks. Ja, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Das sind halt so Sachen, muss ich mir anschauen, wie, wo, was, wenn. Vor allem, wie hole ich die meisten Forfeit daraus? Brauche ich dafür, keine Ahnung, 5 bis 10 Chars, das sind halt so Sachen, die muss ich mir noch aneignen, die muss ich noch lernen, wie das richtig funktioniert. Weil Jotun kann man auch relativ gut One machen, habe ich gehört. Und dann möchte ich den One natürlich auch irgendwann mal sehr gerne mitnehmen. Deshalb schreibt mir mal gerne in die Kommentare für die Leute, die Jotun schon laufen, die sich mit Jotun auskennen. Wie, wo, was, wenn, was muss ich denn beachten? Da wäre ich euch wirklich sehr, sehr dankbar. In den kommenden Wochen werde ich übrigens auch ein Giveaway auf Azrael starten. Höchstwahrscheinlich werde ich damit eine gewisse Won-Summe zusammenfarmen und die dann an euch verlosen. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne ein Abo dalassen. Und natürlich nicht vergessen, die Glocke aktivieren. Aber ansonsten, wie ihr hier gerade im Hintergrund seht, schaue ich mir gerade Alastor-Pets an. Woher kommen die? Die hatte ich noch mal im Dukana, auf dem Dukana-Account liegen. Die waren alle tot und ich habe mir gedacht, ey, ich habe keine Ahnung mehr, was die für ein Pet-Typ waren. Ich habe mir gedacht, komm,
Recken wir uns hier mal ganz kurz rüber. Proteine haben rauf auf die Viecher. Und dann schauen wir mal, ob da vielleicht sich ein Typ 6er darunter verbirgt. Kleiner Spoiler, beziehungsweise ihr seht gerade, das letzte Pet war nicht der Fall, leider Gottes. Na, wir sind ja immer noch am Pet-Hunten. Wir wollen irgendwann ein Pet haben. Wir müssen mal schauen, wie wir das auch machen. Was ist denn das beste Pet? Und. Ganz damals hatte ich ja die ganze Zeit nur ein Rasador. Ja, ich habe vielleicht mir gedacht, diesmal vielleicht ein Nessie oder Lastor. Lastor wäre natürlich top-notch schon. Aber ansonsten läuft das Ganze ganz gut. Hier im Hintergrund habt ihr gerade erstens gesehen, dass ich meine Charme in die FBs gelesen habe. Hier seht ihr jetzt gerade auch noch einen Shop. Da habe ich auch Kostüme drin. Da habe ich ein paar IS-Truhen aufgemacht, wo man 60-Tages-Kostüm-Set bekommen könnte. War ich nicht so erfolgreich. Ich glaube, ich habe 30 Tage bekommen. Dieses Kostüm für die Rüstung waren 15 Tage, Helm 30 Tage. Und die restlichen habe ich dann einfach vertickt. Und natürlich haben wir auch für die Charmy hier ein paar Equipment besorgt, nämlich eine schwarze Kleidung plus 9, HTOs plus 7, nichts Besonderes, 12-Inch-Schild und. Damit die Charmy nicht so nackt dasteht und auch ein bisschen Buff-Equipment hat. Auch wenn wir es jetzt, Stand jetzt gerade noch nicht so sehr benötigen. Natürlich unser kleiner Ferdinand, nennen wir ihn jetzt einfach mal, muss auch weiter gelevelt werden, damit wir auch irgendwann Militärgold haben, weil jetzt momentan, Stand jetzt bin ich ja schon am Wald im Farm. Es ist wirklich ohne Kampf um Pferderücken einfach kacke zu farmen. Man bleibt am Mobs hängen, man bleibt an 100er Metins hängen und. Das ist noch so eine Sache, die ist meh. Deshalb müssen wir so schnell es geht unser Militärgold besorgen. Da bin ich auch täglich dabei, die Quests zu machen. Aber wir halt auch demnächst endlich mal Kampf von Pferderücken haben. Ja, ich wurde auch im Discord letztens mal gefragt, wie mache ich denn momentan meinen Yang? Das ist eigentlich ganz einfach. Mein Yang mache ich einmal durch die Windmap, indem ich Tapfis farme, XP-Ringe farme. Ich nehme XP-Ringe immer mit. Wenn du da mal einen findest, der massiv viele XP-Ringe braucht, ihr macht Haufen Geld damit. Also wenn ihr einen Char komplett habt und sagen wir, der hat nur die Lagertruhe drauf, habt ihr insgesamt 89 Plätze frei für XP-Ringe. Könnt ihr diesen Char komplett voll machen. Es gibt Leute, die kaufen das alles auf einmal auf. Kann ich aus Erfahrung so erzählen. Und dann habt ihr einfach mal 89 Kaka damit gemacht. Einfach mal für XP-Ringe aufheben, weil viele Leute, die dort farmen, lassen eure XP-Ringe einfach liegen. Nehmt sie einfach mit. Das ist wirklich den besten Tipp, den ich euch geben kann, wenn ihr noch nicht so weit seid. Natürlich, wenn ihr schon richtig gutes Equipment habt und weit seid, dann jucken euch die XP-Ringe nicht. Ist ja klar. Aber für mich, das ist eine nette Nebeneinnahmequelle. Dadurch habe ich locker schon mittlerweile 8, 9 bis 10 Won eingenommen in der kurzen Zeit, wo ich spiele. Deshalb, das kann ich euch nur empfehlen. Tapfis, of course, grüne Drachenboni, die dort gedroppt werden, FBs. Ab und zu vielleicht liegt da mal Kriegskunstbücher, sehr wichtig. Die letzten Kriegskunstbücher, ich versuche es mal richtig auszusprechen. Weilaso Kriegskunst. Ja, ne? Die kann man auch relativ gut verkaufen. Segis, of course, die man dort droppt. Ab und zu lassen Autohunter Titandioxid liegen, das geht gut weg. Das sind so kleine Sachen, die ich im Wald mitnehme. Ansonsten Daily Course. Ist ja ganz klar. Was gibt es denn noch? Das andere, wenn ich es jetzt sage, ist zu großer Spoiler. Deshalb warten wir damit noch. Hier haben wir übrigens gerade ein Pet Typ 6 Nessie gezogen. Sehr geil, by the way. Wie gesagt, die andere Einnahmequelle verrate ich jetzt nicht, weil ich jetzt nicht so derbe viel spoilern möchte. Das werdet ihr dann in den, ich glaube schon im nächsten Part, wenn die nächsten oder vornächsten. Heißt das vornächsten? Ich kann kein Deutsch, tut mir leid. Auf jeden Fall übernächsten. Ah, da haben wir es. Das heißt eindeutig nicht vornächsten, genau. Im übernächsten Part dann sehen, wie das alles weitergehen wird. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, es macht sehr viel Spaß. Hier habe ich auch ein bisschen Bonn im Shop. Da haben wir ein paar Kostüme verkauft. Ich habe natürlich auch ab und zu mal DR-Gutscheine verkauft. Wenn wir auch endlich unseren Altierring fertig bekommen, da kaufen wir uns gerade auch einen Diamanten. Den haben wir dann auch direkt im Anschluss versucht, auf plus 4 zu uppen. Und ich habe mal so eine Frage an die anderen Content-Creator da draußen, wenn da mal einer zuhört. Wenn ihr Sachen habt, habt ihr das Gefühl, es ist egal, ob es Eilchi ist oder Equipment oder was weiß ich, habt ihr das Gefühl, wenn ihr nicht aufnimmt, klappt die Sachen besser, als wenn ihr das aufnimmt? Weil so war das nämlich bei mir mit dem Eilchi-Appen. Da habe ich geappt, getan in der Aufnahme, nicht funktioniert, Aufnahme aus, zack, plus 4, wie ihr sehen könnt. I don't know. Keine Ahnung, das ist so verwirrend manchmal für mich. Das gibt mir einfach wirklich so ein Feeling, dass, I don't know, das einfach ohne Aufnahme viel besser klappt.
Ich weiß es nicht. Da haben wir auch zum Beispiel einen Saphir plus 4 gehabt, easy, ohne Aufnahme. Das ist wirklich so gut wie es geht durchgegangen. Aber schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Und damit haben wir jetzt auch unseren Eichering fertig. Sehr, sehr geil, muss ich sagen. Oxambio, natürlich geht es auch gut voran. Da haben wir wieder ein bisschen One im Shop. Ich nehme mal an, das waren wieder DR-Gutscheine, wenn ich nicht falsch liege. Und hier leveln wir uns gerade Richtung Level 100. Feuerschuhe haben wir uns mal blank gekauft, damit wir die einfach abonnieren und switchen können. Mit gut Glück kriegen wir ja was Gutes rein. Dann haben wir uns hier auch nochmal relativ günstige Feuerschuhe schon mit 6er, 7er Bonus besorgt. Wir haben uns eine HTK 9 Crab besorgt. Mit 6er, 7er Crab und 1er, 5er Crab. Und die haben wir dann natürlich mal geswitcht. Was dabei rausgekommen ist, könnt ihr gleich sehen. Beziehungsweise seht ihr jetzt schon. Ich sage jetzt immer wieder öfters, ich liebe es einfach zu switchen an diesen Content euch auch zu präsentieren. Deshalb gönnt euch. War nicht billig, Kappa. Aber nichtsdestotrotz. Es geht voran mit dem Equipment, langsam, aber sicher. Es ist halt immer so, ich muss jetzt gerade, wenn ich mir jetzt neues Equipment kaufen will, muss ich halt dafür erstmal eine längere Zeit farmen. Nehmen wir mal zum Beispiel Waffe. So eine Zodiac-Schwert / Glaive kostet halt einfach ein bisschen. Dafür müssen wir relativ lange farmen. Ich hätte die Option, mir von Leuten Young zu leihen. Ja, erstens habe ich bei Pascal noch genug Schulden, Nummer 1 und Nummer 2. Jein. Ich fühle ich nicht so. Bei Pascal habe ich es auch nur gemacht, weil er gemeint hat, ey, ich spiele die nächsten Monate eh nicht mehr. Das juckt mich momentan nicht. Nimm's. Okay, habe ich mir gedacht. Bei dem habe ich keinen Stress, das abzubauen. Aber wenn ich mir bei irgendwelchen anderen Leuten Geld leihe, ich habe einfach irgendwie permanentes Gefühl, ich muss schnell, schnell, schnell machen. Und dann gibt es mir so einen Druck und es demotiviert mich. Keine Ahnung, wie es bei euch ist, aber so ist es bei mir. Aber nichtsdestotrotz, wir nähern uns langsam dem Ende der Folge zu. Ich möchte euch nur einmal informieren, wenn ihr bis jetzt übrigens durchgehalten habt, Dankeschön dafür. Ich streame wirklich täglich auf Twitch momentan. Es gibt selten Tage, wo ich nicht streame. Natürlich, ich streame nicht jeden Tag Medin. Ich streame Lost Ark, Medin, Valo und jeden Samstag ab sofort Horror Games mit Facecam, of course. So, falls ihr darauf mal Bock habt, kommt gerne in meinen Stream, Link in der Beschreibung, könnt auch schon mal ein Follow da lassen oder ihr kommt in meinen Discord, da wird immer gepostet, wenn ich streame. Dann können wir gemeinsam echt geile Zeiten haben. Würde mich sehr freuen, wenn wir auch auf Twitch so eine schnieke kleine Community zusammenbekommen. Ne? Weil so macht es natürlich am meisten Spaß. Hier haben wir noch einen Seengürtel übrigens gekauft. Da haben wir Level 100 erreicht. Also was will man mehr? Es läuft. Und bei der Charmy natürlich auch die FPs weiterlesen. Ich lese auch die Kriegskunstbücher, damit wir das auch irgendwann hoch haben, die Führung. Das wird uns später auf jeden Fall zugutekommen. Ihr seht da dann noch einmal einen Shop, den ich gestellt habe. Und damit verabschiede ich mich jetzt wirklich von euch. Ich bedanke mich wirklich fürs Zuschauen. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Kritikpunkte oder Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ich antworte so gut eh wie jedes, beziehungsweise ich sehe jedes Kommentar, sagen wir es so. Dann haut da raus, bis zum nächsten Mal, euer SlowDMG.